Präsentation. Wie wir schon gehört haben, wir haben die Applikation Lidl Spricht entwickelt, also eigentlich eine Homepage, was eben aufgrund der Gemeinderatsprotokolle, oder die Gemeinderatsprotokolle übersichtlich darstellen sollen. Ich selber bin Elia Christoph, ist der Konrad Zwitek und der Markus Adelsberger. Wir haben alle drei den Bachelor für Wirtschaftsinformatik in der JKU in Linz gemacht und eben im Rahmen einer Lehrveranstaltung haben wir dann diese Applikation entwickelt. Jetzt einmal ganz kurz, was werden wir jetzt kurz präsentieren, mal für alle Leute, die das nicht wissen, was ist Lidl Spricht überhaupt? Dann die Aufgabenstellung oder besser die Motivation, die sind wir auf die Idee gekommen, dass wir genau die Gemeinderatsprotokolle nehmen und nicht irgendwas anderes. Dann ein kurzer Aufbau von den Protokolle, eben wie schauen diese Texte dann aus, kann man die verarbeiten, kann man es nicht verarbeiten. Die Probleme, die wir gehabt haben beim Verarbeiten dieser Protokolle und die Lösungen dazu. Dann nur die eingesetzten Technologien und schließlich am Ende nur eine kleine Live-Demo, damit man sieht, wie das Ganze wirklich funktioniert. Also in Linz Spricht ist wie gesagt eine Homepage www.linzspricht.at. Wir werten die Gemeinderatsprotokolle aus, damit man nicht nur Text hat, sondern wirklich interaktiv was machen kann. Man kann sich zum Beispiel die Anwesenheit der einzelnen Teilnehmer für die Gemeinderatsprotokolle anschauen, man kann sich Themen zu einem gewissen Datum anschauen, man kann schauen, welche Meldungen eine Person an einem gewissen Tag gemacht hat und welche Meldungen zu einem Thema gemacht worden sind und eben generell die Verteilung, wie viele Wortmeldungen gibt es, wie viele Leute teilgenommen haben und so weiter. Und ein anderes Feature nutzen unsere Tag Clouds. Also Tag Clouds ist, wie die meisten wahrscheinlich wissen, werden einfach in dem Text, zähle die Wörter und die Wörter aus der Vorkampagne groß dargestellt. Was wir damit eben machen wollten, ist, damit man, dass man heute halt mit so einer Tag Cloud gleich am ersten Blick sieht, um was ist bei dieser Sitzung gegangen. Wir haben die Tag Clouds dann auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben eine Gesamt-Tag Cloud über alle Gemeinderatsprotokolle, dann nur eine Tag Cloud für die einzelnen Protokolle, damit man eben sehen kann, was ist an diesem Tag besprochen worden und dann noch Tech Clouds zu den einzelnen Teilnehmern. Also man kann es dann ansehen, an diesem Tag der Teilnehmer, was für Wörter hat dieser Teilnehmer am öftesten verwendet. Dann eben wie gesagt, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass wir uns mit den Gemeinderatsprotokollen beschäftigen. Wo ist halt angefangen mit einer Lehrveranstaltung an der JKU Linz. Die hat einfach Kasten IT-Projekt und als Kasten macht sowas mit IT. Ja, das waren wir ja sehr allgemein und dann noch waren sie echt gefreut, das gab es da Data Linz, da kann man was gewinnen. Haben wir es doch? Ja. Und die Wirtschaft ja, genau. Ja, da kann man das auch sagen. Wenn man was gewinnen kann, das ist nie schlecht. Das sind natürlich die ersten Daten mal angeschaut und das erste, was uns aufgefallen ist, waren natürlich diese typischen Geodaten einfach. Da kann man halt einen Krankenhausfinder, Schulfinder, am Kloheißelfinder, da kannst du alles machen, ist aber nicht wirklich was Neues gewesen. Darum haben wir so gedacht, was braucht man? Braucht man irgendwas, was möglichst viel Interesse weckt, wo man viel Geld machen kann, also Politik. Das muss einfach funktionieren, Politik, haben wir es dabei gedacht. So, was haben wir jetzt am Anfang gemacht? In unserer Kick-Off-Phase haben wir uns zuerst überlegt, also zuerst mal die Tech-Cloud selber, wie können wir die erstellen, können wir die selber machen oder nehmen wir irgendwelche Plugins oder so, und dann haben wir sie, das größere Problem war, sollen wir die manuell auslesen oder können wir einen Parser erstellen? Also, wie Sie schon gehört haben, sind Textdateien also eher schwieriger zum Verarbeiten. Und dann haben wir es als allererstes manuell probiert, aber wenn eine Gemeinderatssitzung von 8 bis 8 dauert, ist das Protokoll dementsprechend groß und dementsprechend uninteressant zum Anschauen. Und darum haben sie überlegt, eben, ja, erstellen wir den Parser und wie genau funktioniert das? Und eben diese Gemeinderats, also diese Protokolle, wird uns jetzt der Konrad vorstellen, der gerade eben den Parser erstellt und der wird auf diese eingehen, weil wie das gerade funktioniert bei uns. So, danke Christoph. So, grundsätzlich möchte ich Ihnen kurz erzählen, wie die Protokolle aufgebaut sind und was eigentlich ein großer Punkt bei unserem Projekt war, war ja eigentlich der Parser, also wie gewinnen wir die Daten aus der Masse an Texten. Es sind wirklich ganz simple Textdateien ohne Formatierung bis auf die Einrückungen. Und es sind einfach eine Masse an Text, die wir irgendwie maschinell verarbeiten wollten. Grundsätzlich, so schaut, also ein Vorteil von den Protokollen ist, dass sie eben immer gleich aufgebaut sind. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel ein Protokoll vom 5.2011 und die Protokolle fangen immer gleich an, eben mit der Anwesenheitsliste. Da sieht man zum Beispiel, da finden wir schon die ersten Daten, zum Beispiel Vorsitzender oder Vizebürgermeister.
oder auch die Parteien und die Namen. Und hier war schon der erste Punkt, wo wir angesetzt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt das so auslesen, dass wir wissen, die Vizebürgermeisterin, also es gibt eine Vizebürgermeisterin, Frau Dolezal, und die gehört zur Partei SPÖ. Und also, rechts oben. Und dann. Noch? Ja, richtig. Okay. Nach welcher Pfeil ist das? Achso, passt. Genau, und da haben wir schon die ersten Daten drauf. Das heißt, das war schon der erste Schritt, wir haben die Anwesenden in der Datenbank speichern können. Die Liste ist natürlich länger als wir hier, als die paar Politiker. Dann der zweite Punkt war eben die Tagesordnung. Also, das war auch immer gleich aufgeteilt, immer mit Kapitel und dann Thema, also welches Thema überhaupt bei dem Protokoll besprochen wurde. Und so konnten wir im zweiten Schritt herausfiltern, alle Themen mit deren Unterthemen, die eben bei dem Protokoll angesprochen wurden. Da haben wir dann den Überblick gehabt und konnten somit den weiteren Text verarbeiten, indem wir einfach nachgesehen haben, wann kommt jetzt so ein Kapitel vor und was für ein Text kommt dann vor. Also, genau. Und im Prinzip, der Vorteil von dem Protokoll ist eben, dass die Aussagen von den Politikern immer gleich begonnen haben. Das heißt, zuerst mit der Position, also mit dem Amt, Gemeinderat, dann eben entweder mit Titel und, ich weiß nicht, Titel vorhanden war, und mit dem Nachnamen. Und hier haben wir schon die erste Information gehabt, welche Person eben was gesagt hat. Und das eben, was sie gesagt hat, steht immer zwischen den Anführungsstrichen. Genau, und somit konnten wir herausfiltern, dass die Frau oder Herr, was heißt denn, Füllinger, eben diese Wortmeldung in diesem Protokoll gemacht hat. Es gab auch zum Beispiel Zwischenrufe in den Wortmeldungen, die auch aufgeschrieben worden sind. Diese konnten wir so herausfiltern, dass eben zuerst Zwischenruf steht und dann wieder in demselben Muster wie oben das Amt und der Nachname. War auch sehr interessant, was die Personen so zwischendurch gesagt haben. Ja, welche Probleme hatten wir? Es gibt natürlich doppelte Namen. Natürlich Meier in Österreich, im deutschen Bereich, kommt sehr oft vor. Und da haben wir zusätzliche Funktionen einbauen müssen, damit unser Parser das intelligent verstehen kann, dass wir eben hier in Meier Severin oder Meier Marina, Meier Marie, ja, meinen. Genau, da haben wir eben zum Beispiel einen Titel angegeben, welchen Titel diese Person hat oder welches Amt diese Person ausgeübt hat oder ausübt. Und so konnten wir dann die Textpassagen richtig zu den richtigen Personen zuteilen. Also. Ein Fehler, der auch aufgetreten ist, der Name Hartmannsdorfer ist zum Beispiel in drei verschiedenen Variationen im Protokoll vorgekommen, ist natürlich ein schwieriger Name, mit Doppel-T, mit Doppel-N oder mit einem T oder einem N. Da haben wir eben manuell das Skript durchleuchten müssen und eben durch den richtigen Namen ersetzen müssen. Das folgende Problem war, dass eben eine Meldung eben angefangen hat. Wir haben eine Meldung erkannt mit einem Satzzeichen unten und einem Satzzeichen oben hat es aufgehört. Leider gab es zum Beispiel hier Zwischenrufe und somit konnten wir nur diesen Bereich erkennen. Der Parser konnte diesen Bereich nur erkennen und diesen nicht mehr durch die Anführungszeichen, weil hier der letzte Anführungszeichen hier war. Und somit haben wir diese Protokolle auch manuell teilweise ausbessern müssen, wo es notwendig war. Genau, das war im Prinzip der Hintergrund zu den Protokollen selber und wie wir sie verwertet haben. Und die Technologien sind natürlich auch alle frei zugänglich, wie PHP, MySQL, jQuery und so weiter. Aber ich glaube, da gehe ich jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Und wir schauen sich gleich am besten die Applikation an. Ah,
Also auch so viel zum theoretischen Background. Schauen Sie mal kurz die eigentliche Applikation an, eben unter Linz-Bindestrich. Ich soll's nicht sagen. Ah, jetzt ist es nicht. Das ist ein ja, genau, linzspricht.at. Die Landingpage, die erste Seite, mal kurze Beschreibung, was findet man auf dieser Seite überhaupt, worum geht es bei dem Projekt. Eben, wir haben die Protokolle ausgewertet, es gibt Clouds, kurze Grafiken. Und in dem Dropdown-Menü kann man dann eben ein bestimmtes Protokoll von einem bestimmten Tag auswählen. Dann nehmen wir den 22.04. Da hat man dann die vier Punkte oben. Da hat man eben dann von diesem einen Tag einmal eine grobe Cloud, worum es generell gegangen. Welche Wörter wurden oft gesagt? Ein paar Wörter sind recht offensichtlich ÖVP, Grünen. Das sind natürlich Wörter, die was öfter vorkommen, die was eben meine Kollegin von den Grünen oder meine Kollegin von der SPÖ. Solche Wörter, die kommen natürlich öfter vor und man kann ein bisschen schon so zum Beispiel Stadtwache oder Brücke, so zum Beispiel ein bisschen Themen heraussehen, um die es gegangen ist. Man kann dann oben sich die einzelnen Personen ansehen, die da waren. In der kleinen Grafikübersicht, wer prozentuell die Anteile, welche Partei war da, mit eben kleinen Bilder für die Personen immer dazu. Im Einzelnen kann man sich dann auch anschauen, die Themen, worum ist es gegangen. Das haben dann eben die, wie man vorhin gesehen hat, die Themen, die wir ausgelesen haben, eben nach dem Alphabet, worum ist dann wirklich gegangen, die Unterthemen. Kann sich zu diesen Themen auch anschauen, wer hat zu diesem Thema was gesagt. Sonst? Genau, zum Beispiel Anfragen an die Stadtsenatsmitglieder. Eben der Herr Dobusch hat viermal in diesem Thema etwas gesagt, oder die, eben je nachdem gereiht, wie oft jemand was gesagt hat, und dann mit einer Grafikverteilung, welche Partei hat viel oder wenig zu diesem Thema gesagt. Man kann sich dann eben auch zu den einzelnen Personen die Informationen anschauen. Zum Beispiel nehmen wir Herrn Bürgermeister und Herrn Dobusch her. 22. ist ja, Wohnungsgenossenschaft, Wohnungen, Ordnungsdienst, Denkmalschutz, sind mal die groben Themen gewesen, größeren. Wenn man jetzt sich interessiert, zum Beispiel für den Ordnungsdienst, worum ist da genau gegangen, was hat er da gesagt, kann man dieses Wort anklicken und unten bekommt man dann die einzelnen Wortmeldungen aufgelistet, okay, dort und da hat er das gesagt, und kann man sich dann die gesamte Wortmeldung durchlesen. Das war irgendwie cool. Eins, was besonders auffällt, ist, ja, der Herr Dobusch, das ist eben einer der, da haben wir die meisten Wortmeldungen. Gerne und viel. Da haben wir, glaube ich, mit Abstand die meisten Wortmeldungen. Ja, man kann dann eben auf der Seite praktisch von Protokoll zu Protokoll einfach hüpfen. Die Wortmeldungen kann man sich dann auch eben anschauen, von welcher Partei die Wortmeldungen selbst, also nicht nur wer war anwesend, sondern wer hat wirklich welche Partei hat was gesagt oder eben nicht was gesagt. Das war im Großen und Ganzen unsere Anwendung. Sie können sie gerne anschauen in www.linz-spricht.at. Da muss ich sehr herzlich ein und soweit. Vielen Dank.